Mein Name ist Stefanie Sauer, ich bin Oberärztin am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Uniklinikum Würzburg und zuständig für die Mamadiagnostik. Wir beschäftigen uns in der Mamadiagnostik überwiegend mit Patienten, die Beschwerden an der Brust haben, beispielsweise weil sie einen Knoten getastet haben, und insbesondere auch mit den Patienten in der Nachsorge nach Brustkrebs, um ein mögliches Wiederkehren des Tumors frühzeitig zu erkennen. Bei den Patienten machen wir eine ausgedehnte Diagnostik, zu der essentiell die Mammographie dazugehört und auch durch Ultraschall oder MRT ergänzt wird. Wichtiger Bestandteil ist außerdem die interdisziplinären Besprechungen, wo wir den einzelnen Patientenfall mit den Kollegen der Frauenklinik, von den Onkologen oder auch mit den Strahlentherapeuten im Einzelnen besprechen und so ein individuelles Therapiekonzept entwerfen. Die Radiologie hat mich bereits während des Studiums fasziniert. Ich fand es toll, wie man mit verhältnismäßig einfachen Mitteln direkt in den Mensch hineinschauen kann, ohne dass man dafür ein Skalpell braucht oder Ähnliches. Das Bild ist ganz oft schon der Schlüssel zur Diagnose und dann letztlich auch die Basis für eine weitere Therapieentscheidung für den Patienten. Und ohne die Entdeckung von Wilhelm Conrad Röntgen wäre die Arbeit so in der Form heute sicher nicht möglich. Brustkrebs ist mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und deshalb war es so wichtig, dass man bereits vor 15 Jahren das flächendeckende Screening, also die Früherkennung mittels Mammographie, eingeführt hat, die alle Frauen ab 50 alle 2 Jahre zur Mammographie einlädt, um hier in einem relativ schnellen Verfahren ganz frühzeitig Veränderungen der Brust zu erkennen, um schonende Therapiekonzepte zu haben und schlussendlich Leben zu retten.